Nach dem 3:2-Pokalerfolg vom SV Pars gegen Rhein-Breitenbach vergangene Woche wollen die Neu-Isenburger ihre wettbewerbsübergreifende Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen. Im Nachholspiel des 6. Spieltags der Gruppenliga Ost gastiert der Titelaspirant beim Aufsteiger 1. FC Langen. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison konnte der SV Pars mit 1:0 für sich entscheiden. Folglich gehen die Gäste in den neongelben Trikots als Favorit in die Partie und machen sofort Druck. Nama Visade, der scheitert zunächst an Steinbrecher. Zweiter Versuch, dieses Mal rettet Frank auf der Linie. Die Chance ist immer noch heiß. Dritter Versuch, dieses Mal ist der Ball im Aus. Schiedsrichter Marvin Roos macht unverständlich klar, die Rettungsaktion von Frank war ohne jegliches Handspiel. In der Wiederholung lässt sich auch nichts Regelwidriges erkennen. Drei große Chancen zu Beginn für den Favoriten. Keine davon findet den Weg ins Tor. Ein Wachmacher für den Aufsteiger aus Langen. Das Team von Spielertrainer Marco Betz kommt auch nach vorne und das sehr gefährlich. Ein guter Schuss von Kapitän Kirnig, aber eine ebenso gute Parade von Christian Ivkic. Nur 4 Tore hat er bisher hinnehmen müssen, Bestwert in der Liga. Doch Langen macht Neu-Isenburg das Leben schwer. Der Aufsteiger wirft alles rein und nach vorne. Langer Ball auf Betz in der Mitte. Maximilian Frank und Dennis unbedrängt zum 1:0 für den ersten FC Langen ein nach 32 Minuten. Der Mann, der zu Beginn des Spiels auf der Linie den Rückstand verhinderte, sorgt vorne für Glücksgefühle beim Aufsteiger. Der Favorit liegt hinten, der Favorit will das ändern. Stolero mit der Flanke in die Mitte auf Manuel Profumo, ganz knapp am Kasten vorbei, weil Filip Lonkadevic im letzten Moment den Fuß reinstellt. Trotzdem sind die Hausherren gewarnt. Freistoß aus einer gefährlichen Position. Und das ist Ahmed Şahinler. Ganz gefährliches Ding des Kapitäns. Aber Steinbrecher erteilt ihm Ausgleichstreffer mit einer starken Parade. Eine klare Absage. Die zweite Hälfte fängt so an, wie die erste aufgehört hat. Freistoß für den SV Pars. Der Versuch von Dejan Alempic, aber weit ungefährlicher als der von Şahinler. Der Favorit wird seiner Rolle mehr gerecht, zumindest im Blick auf die Spielanteile. Langen lässt viel passieren, dadurch entstehen Torchancen für die Neu-Isenburger. Oft landen diese aber nur in den Armen von Max Steinbrecher. Und so können die Langener durch vereinzelte Aktionen für Entlastung sorgen. Ein Freistoß aus dem Halbfeld, eine Aufgabe für Daniel Kirnig. Und der Ball kommt sehr gefährlich in den Strafraum, doch findet nicht den Weg ins Tor. Eine ganz knappe Angelegenheit in der Schlussphase dieser Partie. Der SV Pars drückt auf den Ausgleichstreffer. Gökhan Östers zur Pause reingekommen, findet in der Mitte Manuel Profumo und der köpft zum Ausgleich. Es hat sich angebahnt. Nun landet der Ball im Tor. Das erste Ligator für den Italiener im Pokal gegen Rhein-Breitenbach erzielte Profumo bereits das zwischenzeitliche 2:0. Hier macht er den Ausgleich 11 Minuten vor dem Ende zur Freude des Gästeanhangs im Langener Flutlicht. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Umschaltchance für Langen. Martin Deuker versucht es und scheitert am Innenpfosten des Neu-Isenburger Tores. Der Nachschuss geht rüber. Eine Riesenchance durch den eingewechselten Deuker, den Underdog inmitten der Neu-Isenburger Euphorie wieder in Führung zu bringen. Stattdessen kommen die Gäste nochmal in gefährliche Gefilde. Neu-Isenburg will den Siegtreffer. Stolero Schuss ist aber gänzlich ungefährlich. So bleibt es beim leistungsgerechten 1:1 im Waldstadion. Der SV Pars Neu-Isenburg tut sich schwer gegen einen gut verteidigenden Aufsteiger aus Langen. Für Pars-Trainer Sasan Tabib galt der erste FC Langen schon vor Anpfiff als sehr schwierige Aufgabe. Ich glaube, man kann es ganz neutral nüchtern sehen. Ich habe das genauso erwartet. Lang war ja schon im Hinspiel bei uns vor 4 Wochen sehr, sehr stark defensiv und heute auch. Man sieht, es ist eine taktisch sehr gut geschulte Mannschaft. Da sieht man, dass das Trainerteam da schon in kurzer Zeit sehr guten Job gemacht hat. Ich habe genau das Spiel so erwartet. Wenn du dann 1:0 zurückliegst, wird es halt schwer, weil die verteidigen ja schon sehr gut. Und dann haben wir halt eine Chance gemacht, ein paar Chancen nicht gemacht. Aber gut, Lang hat ja auch kurz vor Schluss wieder einen Innenpfostenschuss. Also von daher ist es in Ordnung. Der Trainer findet das Ergebnis in Ordnung. Der SV Pars bleibt auch weiterhin ungeschlagen in dieser Saison. Trotzdem lässt der Aufstiegsfavorit an der Tabellenspitze wichtige Punkte liegen. Der erste FC Langen hingegen bleibt nach diesem Unentschieden vorerst im ungefährdeten Tabellenmittelfeld. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.